Spürst du es auch schon? Über einen Monat früher sind dieses Jahr Pollen in der Luft. Und das spüren immer mehr Menschen, macht immer mehr Menschen zu arbeiten, weil vor 100 Jahren noch etwa sind 1% der Menschen in der Schweiz allergisch gewesen auf Pollen. Jetzt sind es schon etwa 20%. Die Gründe dafür sind vielfältig. Es hat mehr Schadstoff in der Luft. Das macht unsere Schleimhaut anfälliger und Pollen macht es aggressiver. Aber es hat bekanntlich auch mehr CO2 in der Luft und das lässt Pflanzen mehr Pollen produzieren. Und jetzt hat die Forschung herausgefunden, dass auch in der Nacht Pollenströme unterwegs sind. Und darum wäre ein Tipp zum Beispiel, dass man in der Nacht in der Pollensaison nicht das Fenster die ganze Zeit offen lässt, sondern einfach kurz lüften. Und was sind deine Tipps gegen Pollen? Schreib es in die Kommentare.